darf sie Abschied nehmen. Ich will mein Baby sehen. Jetzt. Ich komm mit. Vergiss aber bitte nicht, dass Herr Roloff dich überhaupt erst in diese gefährliche Lage gebracht hat. Wenn du jetzt auf Tanja anspielst... Er hätte mich informieren müssen. Herr Roloff hat ja auf meine Bitte hin nichts gesagt. Sie darf nicht tot sein. Sie darf nicht tot sein. Deine ganzen Entschuldigungen, das ist doch alles bloß Show. Nein, das stimmt nicht. Jetzt bist du zu feige zuzugeben, dass du mich die ganze Zeit angelogen hast. Ich Idiot, ich war mal in dich verliebt. Alexa. Vergiss es einfach, ja? Hat sie eben gesagt, dass sie in mich verliebt ist? Nicht ganz, dass sie in dich verliebt war. Tja, Chance verpasst. Wärst du nur ein bisschen aufmerksamer gewesen. Aber Männern fällt sowas ja nie auf. Was war denn los? Alexa hat gerade festgestellt, dass ihr Prinz doch nur ein Frosch ist. In 4 Stunden bekommt sie noch mal die gleiche Dosis. In Ordnung, Herr Doktor. Sie ist erst mal ruhig gestellt. Und wie geht's dir? Ich komm schon klar. Du fährst jetzt erstmal nach Hause, Simon. Du kannst momentan eh nichts für Jule tun. Sie schläft jetzt erstmal. Wir kennen uns seit der Grundschule. Ich habe noch nie erlebt, dass sie sich so auf etwas gefreut hat wie auf die Kleine. Rufst du mich an, wenn sie aufwacht? Natürlich. Okay. Mein neuer Stammkunde. Freut mich, dass es Ihnen so gut bei mir gefällt. Bitte schauen. Also, falls ich irgendwann mal Flirt-Tipps brauche, dann frage ich dich, Tantchen, ja? Oh, wir müssen langsam los. Unsere Maschine geht in knapp einer Stunde. Ja. Entschuldigen Sie die Verspätung, aber der Verkehr um diese Uhrzeit ist eine Katastrophe. Frau von Weinberg. Danke, gut. Und Ihnen? Hat Ihre Tochter denn jetzt einen Studienplatz? Ja, nur leider nicht in Düsseldorf. Naja, man kann eben nicht alles haben. Nein. Grüße Sie. Guten Tag. Wir sind uns soweit einig? Ich melde mich, sobald meine Anwälte die Verträge durchgesehen haben. Sehr gut. Oh, Sie sind schon fertig? Ja. Unsere Auffassungen haben sich im Großen und Ganzen gedeckt. Ja, wunderbar. Ich hoffe, wir sehen uns bei unserem Firmenjubiläum in München. Ja, gern. Auf Wiedersehen. Tschüss. Wie hast du das denn so schnell hingekriegt? Dr. Reich ist doch sonst so schwierig. Also, wenn 3 Stunden schnell sind. Ach so, wir haben den Termin kurzfristig vorverlegt. Ja, und warum hast du mir nicht Bescheid gesagt? Ich habe dich nicht erreicht. Du, ich war die ganze Zeit zu Hause. Ist doch nicht so schlimm. Wir sind auch ohne dich zurechtgekommen. Wie schön für euch. Bringen Sie mir bitte eine Weißweinschorle. Natürlich. Übrigens, stell dir vor, Herr Roloff hat sich bei Dr. Kamp beworben und geglaubt, wir würden ihn weiterempfehlen. So. Also, wie er darauf kommt, ist mir ein Rätsel. Er kann sich doch denken, dass wir jeden vor ihm warnen. Geht's dir ein bisschen besser? Ja, ist wieder okay. Ich will jetzt nur gern wirklich zu Jule ins Krankenhaus fahren. Hey, du hast letzte Nacht schon kein Auge zugetan. Willst du nicht ein bisschen schlafen, Mann? Aber vielleicht kann ich da irgendwas für sie tun. Ja, kein Aber und erst recht kein Vielleicht. Simon ist bei ihr. Gut.
Dann fahre ich jetzt einmal zu Limits und schau dann. Nein. Marc, einfach nur rumsitzen, macht mich total fertig. Verstehst du das nicht? Doch, natürlich. Und irgendjemand muss sich schließlich auch ums No Limits kümmern. Ich will nicht, dass Jule sich auch noch darum Gedanken machen muss. Hallo. Hi. Wir durften unsere Kleine noch mal sehen. Jule wollte es unbedingt, aber sie hat es nicht verkraftet. Tom hat ihr ein Beruhigungsmittel gegeben, jetzt schläft sie. Sagt Tom Bescheid, wenn sie wieder aufgewacht ist? Ja, das hat er versprochen. Meldest du dich dann gleich bei mir, weil ich fahre jetzt zum No Limits. Isabelle ist auch fix und fertig. Ich schaff das schon. Daniela wusste, dass Alexa auf dich steht? Mhm. Wieso habe ich das bloß nicht gemerkt? Mir ist es ja auch nicht aufgefallen. Wahrscheinlich, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass sich jemand in so einen Chaoten wie dich verlieben kann. Sehr lustig. Hey, wenigstens weißt du jetzt, woran du bei Alexa bist. Ja, richtig. Sie hält mich für den größten Idioten, den man sich überhaupt nur vorstellen kann. Komm, so schlimm bist du auch wieder nicht. Stell dir mal vor, du bist in jemanden verliebt. Und derjenige entzieht dir dann plötzlich jegliches Vertrauen. Das ist doch ein Schlag ins Gesicht. Ja, aber das kannst du wieder gerade bügeln. Ach was, du hättest sie vorhin mal sehen sollen. Ja, aber wenn sie so heftig reagiert hat, dann wird sie ja wohl auch noch was für dich empfinden. Hm? Mhm. Ich weiß auch was. Sie denkt, dass ich sie heimlich für mein Video gefilmt habe. Und fühlt sich deswegen immer noch total ausgenutzt. Dann hat Franziska also doch nicht dicht gehalten. Du kennst sie doch. Sag Alexa doch einfach, dass du in sie verliebt bist. Ach, das hat doch keinen Zweck mehr. Egal, was ich anstelle, ich bin mal hier unten durch. Bei Katja hast du nicht so schnell aufgegeben. Alexa! Was ist denn hier passiert? Mir ist eine Flasche Wasser runtergefallen. Ist sonst alles klar? Nein! Habe ich das vorhin richtig verstanden am Telefon? Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Du hast ihm echt gesagt, dass du mein Inf... Ja! Verdammt nochmal! Und warum hast du es ihm erzählt? Es ist mir rausgerutscht. Franzi, ich kann mich nirgends mehr blicken lassen. Bist du denn überhaupt sicher, dass er es verstanden hat? Er stand in etwa einen Meter vor mir. Und ich habe nicht leise geredet. Der ist doch weder taub noch blöd. Naja. Was soll ich jetzt bloß machen? Hey, so peinlich ist es doch gar nicht. Auf einer Skala von 1 bis 100, mindestens 150. So schlimm? Dir wäre das doch auch unangenehm, oder? Naja, kommt drauf an. Also, wenn ich nicht mal den Typen verknallt wäre, wäre es mir eigentlich ziemlich egal. Wenn ich allerdings immer noch auf ihn stehen würde. Dann ist es mir ziemlich egal. Na, super. Nein. Verstehst du das nicht? Nicht wirklich. Felix lacht sich bestimmt jetzt tot über mich. Ich habe keinen Bock, wie eine Idiotin dazustehen. Okay, mal sehen. Wie kommst du da wieder raus? Fährst du nachher noch in die Firma? Ich wollte eigentlich hier arbeiten. Oder störe ich dich? Sag mal, was ist denn bloß los mit dir? Hab ich irgendwas falsch gemacht? Nein. Nein. Wann wird denn eigentlich der Entwurf für unsere neue Image-Kampagne fertig? Der liegt seit vorgestern in meinem Büro. Herein. Entschuldigen Sie, Frau von Beinbach. Hätten Sie vielleicht einen Moment Zeit, den Menüplan für nächste Woche zu besprechen? Ja, natürlich. Setzen Sie sich. Hast du irgendwelche besonderen Wünsche, Martin? Vielleicht mal wieder Mandelpudding zum Dessert? Naja, Pistazien wären ganz hervorragend.
Mandel, nicht Pistazie. Beatrice, es ist mir egal. Gut. Montag, Bild. Dienstag, Gemüselasagne. Mittwoch, Cheeseburger. Donnerstag, Tiefkühlpizza. Freitag, Fondue mit Schokoladensauce. Wie bitte? Nichts. Vergessen Sie es, ich komme gleich in die Küche. Wie Sie wünschen. Du könntest wenigstens so tun, als würde es dich interessieren, was ich sage. Was ist denn bloß los? Nichts. Familienleben ist doch was Schönes, hm? Ja, also hinterm Tresen kann ich eigentlich alles machen. Ist nur ein bisschen schwer mit dem Bedienen wegen der Hand. Okay, dann übernehme ich das. Mhm. Und falls es doch nicht geht, hinterm Tresen. Danke, ist schon okay. Wo liegt denn die Post? Neben dem Telefon. Danke. Du arbeitest? Muss ja weitergehen. Ich habe von eurem Unfall gehört. Das ist ganz schön schrecklich. Ja, ich habe mir nur die Hand verstaucht. Ja, wie geht's Jule und dem Kind? Jule ist nur leicht verletzt. Das Baby hat nicht überlebt. Oh Gott. Frau Santos? Herr Herzsprung, hallo. Würden Sie bitte dort Platz nehmen? Ich komme gleich zu Ihnen. Dankeschön. Ist Jule noch im Krankenhaus? Mhm. Ja, aber warte lieber ein paar Tage, bevor du sie besuchen gehst. Okay. Würdest du ihr bitte liebe Grüße ausrichten, wenn sie irgendwas braucht? Ja, klar, mache ich. Es wird nur eine Weile dauern, bis Jule darüber hinweg ist. Ja. Und so lange musst du den Laden alleine schmeißen, ne? Das ist das Mindeste, was ich für sie tun kann. Felix? Ey, kannst du nicht anklopfen? Ja, nächstes Mal. Was ich fragen wollte... Ja, mach's kurz, ja? Kann ich mal Christians CD haben? Ja, die liegt da hinten im Regal. Du hast doch Alexa im Label getroffen, ne? Ja. Warum hast du dich nicht wegen dem Video bei ihr entschuldigt? Ich wollte ihr das erklären, nur... Sag mal, du hast doch bestimmt gewusst, dass sie damals in mich verliebt war, oder? Was? Ach so, ja, ja. Sie fand ich mal ganz süß. Aber das war, bevor sie dich so richtig kennengelernt hat. Und wann genau war das? Ja, kurz nachdem wir hergezogen sind. Das ging dann aber so höchstens eine Woche. Danach hat sie sich dann in einen anderen verknallt. Und warum hat sie mir nicht gezeigt, dass sie Interesse für mich hat? Ja, so richtig interessiert war sie ja nicht. Also, sie fand ich nur süß, so rein optisch. Und danach war ich nur sowas wie ein guter Freund. Ja. Warum willst du das eigentlich so genau wissen? Ach, nur so. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass sie... Ja, statt über alte Geschichten nachzudenken, solltest du dir vielleicht mal überlegen, wie du es mit dem Video wieder hinkriegst. Und es war wirklich, als wir aus Hamburg hierher gezogen sind? Ja. Aber bild dir bloß nichts drauf ein. Alexa verliebt sich total oft neu. Ich komme da schon gar nicht mehr mit. Mhm. Ciao. Alle denken, meine Ehe wäre perfekt. Aber das ist sie doch auch, oder? Nein, das war sie. Bis Tanja auf der Bildfläche erschienen ist. Diese ganze Geschichte ist einfach nicht spurlos an uns vorbeigegangen. Tja, an wem schon? Henning, Marie? Nein, das ist es nicht. Weißt du, Martin war immer sehr aufmerksam. Wir waren einfach glücklich zusammen. Aber inzwischen, ich kann mich gar nicht daran erinnern, wann er mir das letzte Mal gesagt hat, dass er mich liebt. Männer. Er fällt jetzt sogar schon Entscheidungen, ohne mich zu fragen. Zum Beispiel hat er Lukas Roloff entlassen. Obwohl der euch geholfen hat, Tanja zu enttarnen? Ja, gerade deswegen. Ja, ich habe jetzt versucht, Lukas Roloff in einem anderen Unternehmen unterzubringen. Ich habe ihn einem Bekannten empfohlen. Ohne deinen Mann zu informieren, nehme ich an. Wieso? Ich brauche ihn doch nicht, um Erlaubnis zu fragen. Oder meinst du, das war verkehrt? Ach, was heißt verkehrt? Aber du spielst damit natürlich nach denselben Regeln wie dein Mann. Ja, es stört mich doch selbst, dass ich immer hinter seinem Rücken agieren muss. Dann sei doch offen zu ihm.
es wird doch nur wieder Theater geben. Also nach dem, was du mir erzählt hast, wird dir gar nichts anderes übrig bleiben. Hallo, Papa. Ach, das nenne ich perfektes Timing. Ich wollte dich gerade anrufen. Ich habe Karten für Don Giovanni. Ach, sei mir nicht böse, Papa, aber ich habe überhaupt keine Lust auf den Opernabend. Schade. Dachte, du könntest mich ein bisschen ablenken von zu Hause. Hast du dich mit Beatrice gestritten? Ja, sagen wir mal so, ich würde es eher eine latente atmosphärische Störung nennen. Das tut mir leid. Ich habe meine Schwierigkeiten mit ihr, aber eine Ehekrise? Krise, Krise. Ich glaube, es hängt mit Clarissas Tod zusammen. Sie verarbeitet das eben ganz anders als ich. Komm, lass uns von was anderem reden. Papa, du willst mir doch nicht allen Ernstes erzählen, dass er eine latente atmosphärische Störung hat, weil er auf unterschiedliche Art und Weise trauert. Entschuldige, aber... Ich hätte dir nichts erzählen sollen. Wieso? Weil du dir unnötig Sorgen machst. In jeder Ehe gibt es mal ein kleines Tief. Aber das braucht man ja nicht gleich an die große Glocke hängen. Aber man muss es auch nicht unter den Teppich kehren. Vielleicht solltest du dir mal über die wahren Gründe Gedanken machen. Wir waren doch gerade bei dem neuen Projekt im Hafen, oder? Das Wechselgeld wird knapp. Ja, dann geh rüber zu Wanne. Ich komme schon allein klar die paar Minuten. Ja, komm, komm. Ich weiß ganz genau, was du jetzt denkst. Dumme Isabel, die kann auch gar nichts, hm? Nein, ich verrate dir, was ich denke. Isabel braucht eine Pause. Zu blöd zum Kellnern, zu blöd zum Autofahren. Jetzt hör doch mal jetzt auf. Jetzt ist doch wahr. Wenn ich diesen blöden Jeep eher gesehen hätte, dann wäre das auch nicht so... Isabel. Das ist doch wahr. Ich habe den Wagen an den Container gesetzt. Ja, aber nur, weil dir jemand die Vorfahrt genommen hat. Und wenn du nicht so gut reagiert hättest, wie du reagiert hast, dann wird ihm ins Auto gefahren. Und dann hätte das wahrscheinlich keiner überlebt. Aber wenn ich eher reagiert hätte... Du hast keine Schuld. Jetzt hör bitte auf. Es macht mich einfach nur wahnsinnig, dass ich mich nicht an dieses blöde Nummernschild erinnern kann. So viele rote Jeeps wird es in Düsseldorf schon nicht geben. Wer sagt denn überhaupt, dass dieser Wagen aus Düsseldorf kommt? Es wäre echt ein Wunder, wenn die Polizei das Auto findet. Jetzt warte doch bitte erstmal ab. Hm? Ach Mann, abwarten. Hat er dir geglaubt? Ja, schwer zu sagen. Es kam ihm auf jeden Fall komisch vor, so oft wie er nachgefragt hat. Was wollte er denn wissen? Den genauen Zeitpunkt und warum du es ihm damals nicht gestanden hast. Als ob man sowas erzählt. Fand er es lustig, dass ich in ihn verliebt bin. War. Das hat ihn nur total überrascht. Auf die Idee wäre mein dämlicher Bruder wohl nie gekommen. Geht's jetzt wieder besser? Naja. Wirklich besser würde es mir gehen, wenn ich sicher sein könnte, dass Felix das alles für ein Missverständnis hält. Ah! Die Prinzessin auf der Erbse. Mann, Andi, musst du eigentlich immer den Proll raushängen lassen? Nur, wenn Mädels in der Nähe sind. Du kriegst dir nie eine ab. Schatz, du liebst mich doch so, wie ich bin. Also, ich glaube, das könnte funktionieren. Wiedersehen, Charlie. Wiedersehen. Ach, Herr Weber. Wie geht es Ihnen? Wie soll es mir schon gehen? Wann ist denn Ihr Urlaub zu Ende? Wie kommen Sie denn auf Urlaub? Ja, ich habe Sie jetzt schon länger nicht mehr in unserer EDV-Abteilung gesehen. Ihr Mann hat mich leider entlassen. Das tut mir leid, ich wusste davon nichts. Ich habe Sie doch eingestellt. Es schien ihm ziemlich egal zu sein. Sie entschuldigen mich, ich bin verabredet. Ja, natürlich. Wiedersehen. Wiedersehen. Ich würde das nicht auf die leichte Schulter nehmen, Pedro. Beatrice und ich haben uns immer wieder zusammengerauft. Solltest du nicht beim Zivildienst sein? Ja, aber mir geht's nicht so gut. Mit der Einstellung wirst du es weit bringen. Er hat sich mit Beatrice gestritten. Ja, super, ich habe auch Ärger und ich mache ihn nicht so blöde an. Vergiss es einfach. Ah. Gibt's was Neues von Alexa? Nicht direkt. Naja,
Franzi ist vorhin zu mir gekommen und meinte, es sei ewig her, dass Alexa was von mir wolle. Weißt du denn, dass Alexa es dir erzählt hat? Ich glaube schon. Aber sie hat das Thema von sich aus angesprochen. Ja, so nebenbei. Sie wollte sich eigentlich eine CD ausleihen und hat die dann irgendwie nicht mitgenommen. Ja. Verstehe. Na, das ist jetzt eigentlich Verrat, aber ich erzähl's dir trotzdem. Frauen schicken gerne mal ihre beste Freundin vor, wenn sie was rauskriegen wollen. Ach, sowas? Na, wenn du so klug bist, dann müsstest du das doch eigentlich durchschauen. Alexa hat Franzi vorgeschickt, um zu spionieren? Und zur Schadensbegrenzung. Hat Franzi sowas gesagt wie, Alexa war nur ganz kurz in dich verliebt und es war auch wahnsinnig unwichtig? Ja, ja, fast wörtlich. Tja, ja. Wieso, was bedeutet das? Alexa ist ihr Geständnis unglaublich peinlich, weil sie immer noch in dich verliebt ist. Willst du nicht lieber warten, bis sie aufgewacht ist? Okay. 5 Minuten, ja. Danke. Jule, ich werde alles tun, damit der Mörder deines Kindes gefasst wird. I wouldn't recommend bringing your company to Germany at this time. Oh, taxes and wages are way too high. Martin, ich muss dich sofort sprechen. Sofort! Mr. Kasai, can I call you back later? Yeah, thank you. Bye-bye. Warum hast du Konrad Weber entlassen? Ich habe ihn schließlich eingestellt. Weber? Ach ja, der Informatiker. Er war vorbestraft. Wie bitte? Ja, ich habe das zufällig herausgefunden. Und warum hast du mir nicht Bescheid gesagt? Oh, mein Gott, wir müssen doch nicht jede Kleinigkeit besprechen. Aber bis vor ein paar Wochen haben wir das getan. Du scheinst ja keinen großen Wert mehr auf meine Meinung zu legen. Meine Güte, das eine Mal. Mein Handy war die ganze Zeit eingeschaltet. Keine Tiraden bitte, ja? Martin, warum schließt du mich mehr und mehr aus? Du hast recht. Aber nach allem, was passiert ist, kann ich dir einfach nicht mehr vertrauen. Und das ist also wirklich euer Ernst, ja? Ja. Was denn jetzt? Okay, okay. Hey! Danke. Moment! Erst müssen wir noch über die Vertragsbedingungen reden. Willst du Geld? Ich dachte eher daran, dass du die nächsten 8 Wochen meinen Spüldienst übernimmst und... Ach, das reicht ja wohl. Wenn dir die Sache so wenig wert ist, okay. Felix, kommt. Okay, du kriegst alles, was du willst. Alles? Ja, mach jetzt nichts falsch. Okay, keine Angst.